Gegenstände sind der König geflogen. Dann würde ich wahrscheinlich der Bettel nachschmeißen, weil da hört es bei mir auf. Jacke, Socken, ich hoffe, dass ich alles nachgerichtet habe. Und dann ist mein Mäpple. Gucke ich auch mal, ob ich alles drin habe. Pfeife. Mein Chip. Für die Platzwahl, da lasse ich mal wählen, schwarz oder rot, wer anfängt und das alles. Na, gucke ich Ersatzdinger, falls es nass wird, wenn es regnet. Da habe ich meine gelb-rote Karte drin. Und da schreibe ich alles auf. Die ganze Spiel, Tore und alles und Auswechselspieler. Das kommt darauf an, was die Spieler anhaben. Wenn die Spieler schwarz haben und blau, dann muss ich, kann ich das Rot nehmen. Haben die jetzt rot, schwarz, dann nehme ich was mit blau oder lila, grau, dass ich halt erkennbar bin. Sonst spiele ich mit, habe ich schon gesagt. Wenn ich mir nicht sehen, dann spiele ich mit. Kickschuhe brauchen wir auch. Die sind wichtig. Ohne die kann ich schlecht spielen. Frauen, Auswechselspieler, dass ihr nicht scheiße kennt. Dort Auswechselspieler noch eine Nummer aufschreiben. Aber da bricht jetzt den Zettel dazu. Und nachher noch wer. Mach ich noch Arschkarte, wie es so schön heißt. Tja. Eher Männer und Jugend wie Frauen. Frauen sind ganz schwierig. Ich weiß es von eigener Erfahrung. Die 35 Jahre, wo ich gespielt habe, Spieler, Trainer und alles, dass das schon wegen, wörtlich auch wegen richtig ruppig zugegangen kann. Es geht. Also, wenn ich als Schiedsrichter pfeife, sind sie eigentlich human. Habe ich schon mal ein Lob gekriegt. Von einem Trainer in Oberkocher, der hat gesagt, so Oschen, ich war meine Jungs noch nie, wo das erste Mal eine Frau Pfiffer hat. Aber sonst, ja, gut vom Alter her, die merken, dass ich kein junger Anfänger bin, sondern auch das stramm auf dem Platz stand und auch meine Meinung ab und zu sage. Und also, ja, funktioniert es eigentlich schon, haben sie Respekt eigentlich vor mir. Ja, wenn ich gut drauf bin, halt dann schon Spruch. Wenn die Buben immer alles besser wissen, dann sage ich manchmal immer, wir brauchen einen Schiedsrichter, Junge. Ich melde an, dann sind sie meistens gleich ruhig. Oder mit den Zuschauern, mache ich dann, wenn sie arg schreien, mache ich Smiley oder schreie auch mal raus. Mach doch selber den Schrei um 5, dann sind sie dann wieder ruhig. Also mir fällt immer irgendwie, irgendwas fällt mir immer mit ein. Oder bei den Spielern, wenn es hinter mir kleppert, Dann habe ich oft zum Spielführer schon gesagt, tut mir leid, habe ich nicht gesehen, was ich nicht sehe, kann ich an. Und ich bin auch kein Gecko. Da hat er selber lachen müssen und dann ist das Spiel weitergegangen. Also, geht mal, also ich bin so weit zufrieden. Ja, es wird, ist nicht mehr so schön, aber mir macht es noch Spaß und ich sage, ich weiß mich zu wehren. Ich bin seit Februar 97, also 22 Jahre, bin ich schon Schiedsrichter. Vorher sage ich Spielerin, ich habe nicht gedacht, dass ich das Amt irgendwann mal mache, aber irgendwo habe ich dann gefallen gefunden. Bin auf dem Sportplatz, mein Hobby, Fußball. Und seitdem bin ich dabei und das sind jetzt schon 22 Jahre. Und Frauen ist auch ganz, ich glaube, die einzige im Kreis da, hier überhaupt im Kreis. Und ich versuche immer, die Frauen zu motivieren, wenn ich mal ein Frauenspiel pfeife. Die haben Angst davor und haben gesagt, ihr geht auf den Platz. So habe ich es gelernt von meinem Lehrwart. Und ihr seid da der Chef, ohne euch geht's nicht und dann funktioniert es eigentlich. Und die Umstellung vom selber Spieler, und es wäre gut, wenn man hätte Ahnung als Schiedsrichter, ein bisschen vom Fußball. Und ja, und dann funktioniert es eigentlich auch. Wenn ich sage, ich bin der Chef und dann funktioniert es. Habe ich mir immer gesagt, am Anfang, wo ich die neue Situation reingekommen bin. Und dann, ja, und ich lasse die Kinder schreien und tun, was ihr wollt. Guck das, was ich sehe und was ich meine, so pfeife ich das. Ja, mit Erfahrung. Also 17-Jähriger oder 17-Jähriger, egal, Bub oder Mädle. Und ohne Erfahrung ist schwierig, sich da durchzusetzen. Weil probieren schon die Zuschauer und die probieren den abzulenken. Und um einfach
manchmal auch scheußlich zu machen, aber das sollte man schon Erfahrung mitbringen und ein paar Jahre, dass man da irgendwie, also ich glaube mit 17 hätte es auch nicht so gepackt wie jetzt. Eigentlich nicht, also das denke ich nicht, ich glaube, sage dann kann ich wörtlich mir irgendwie ein bisschen rausreden. Ich bin früher schon ein bisschen sage die andere körnige Frau, wird Motorrad früher gefahren. Und da hat man sich bei den Männern irgendwie ein wenig durchsetzen müssen. Und das ist immer noch das Ding, hängt bei mir und dann kriege ich das irgendwie noch. Ja, vielleicht, dass man sich mal fragt, ja, hast du gut, Pfiffa? Das eine oder andere, also ja, das Zwiespalt während dem Spiel auch, da hätte ich keine Pfeife oder sonst. Genau, kurz vorm Abschuss, habe ich ein paar Mal gewesen, war ich ziemlich nah dran. Nee, ja, einfach nah am Ballgeschehen und als an der Situation zum sein. Das war schon immer mein Anliegen. Ich will nicht irgendwie von weit weg, einfach ziemlich nah dran, dass ich alles, sagen wir zu 99%, sieh, manchmal siehst du nicht, weil es verdeckt ist oder sonst irgendwas. Nee, aber ich will einfach Ballhöhe sein. Da habe ich auch schon Lob gekriegt von manchen Trainern. Und ins Kreuz habe ich auch schon gekriegt, aus einer kurzen Distanz. Ich konnte gerade noch wegdrehen und dann habe ich den Ball ins Kreuz gekriegt, wo mir die Luft auch schier wegblieben. Okay. Aber Schiri ist halt Luft irgendwie, aber doch nicht ganz. Aber so ein Mensch. Ja, das ist gerissen, das Aussatzgestell ist gerissen, weil der Ball aus nächster Nähe danach, und das hatten wir dann schon ziemlich weh da. Also halt schon, war ich kurz glaub vor Gehirnerschütterung, also ich hatte richtig Kopf weggeht. Aber ich, da schüttelt man kurz und steckt es dann irgendwie wieder weg. Ich habe spät angefangen, erst mit 22. Damals war Frauenfußball nicht so publik und da bin ich durch eine Geschäftskollegin in Mergelstädter zum Probetraining und da bin ich dann blieber. An der 78 bin da wirklich blieber bis da habe ich zwischendurch habe ich noch gewechselt. Also da mehr auf der Bank geguckt, wie gespielt und immer trainiert und alles. War mir zu schade und dann bin ich nach Steinheim gegangen, 7 Jahre, also da war ich da 16 und dann 7 und dann bin ich wieder nach Mergelstädter zurück. Weil es dann da war, hat es auch wieder was gegeben, wo mir nicht richtig war und da bin ich wieder nach Mergelstädter zurück. Und da habe ich dann in der Unterklasse so miteinander gekickt. Ich fühle mich fit, ich habe heute halt keine Verletzungen, nichts. Deswegen kann ich auch als Schiedsrichter noch ein paar Jahre mache ich schon noch. Bis der Junge nachrückt. Schauen wir mal, vielleicht kann ich noch ein paar Mädels motivieren. Weil schade, Mädels ist so gut wie gar nichts. Habe fertig.